Im Derby della Madonnina kam Milan am Mittwochabend nicht über ein ernüchterndes 0:0 hinaus und bleibt mit 51 Punkten Sechster der Serie A. 8 Spiele vor Saisonschluss beträgt der Abstand auf Inter und den Champions League Platz 4 weiterhin 8 Punkte. Inter erspielte sich gegen Ende der ersten Hälfte Vorteile und erzielte auch den vermeintlichen Führungstreffer durch Mauro Icardi 38. Nach Rücksprache mit dem Videoassistenten wurde das Tor aufgrund einer Abseitsstellung jedoch nicht gegeben. Milan geriet nun immer stärker unter Druck, Inter vergab allerdings beste Chancen. So verfehlte Icardi, 56. aus 4 Metern das leere Tor, Sekunden vor Schluss gritschte er den Ball dann aus nur 2 Metern am Ziel vorbei, 90.3. Milan wurde dagegen kaum noch gefährlich. Die beste Szene gehörte Patrick Cutrone, 68. Der 20-Jährige stand vor seinem Fallrückziehertor jedoch im Abseits. Die Aufholjagd des AC Mailand gerät damit bedenklich in Stocken. Nach schwacher Hinrunde hatte sich das Team unter dem neuen Coach Gennaro Gattuso wieder in Nähe der Champions-League-Plätze gearbeitet. Vor dem Osterwochenende blieb Milan 10 Ligaspiele in Folge ohne Niederlage. Am Samstag folgte dann jedoch Niederlage, 1:3, bei Meister und Spitzenreiter Juventus Turin, 78 Punkte, nun der nächste Rückschlag gegen den Stadtrivalen. Inter muss den wichtigen 4. Platz indes weiterhin gegen Lazio Rom verteidigen, das nur 2 Punkte zurückliegt.